Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 27. September. Herr Treutler, Sie haben eben gesagt, Sie wollen nach der Geschäftsordnung, die gilt, verfahren. Dann haben Sie bitte die Geschäftsordnung auch zu... Ich entziehe Ihnen das Wort. Herr Treutler, hier steht in der Geschäftsordnung in Absatz 1, nee, Paragraph 1, Absatz 4, dass die Beschlussfähigkeit vor dem Präsidentenwahl zu erklären ist. Und das wollen wir jetzt tun. Sie schaden hier der Demokratie, indem Sie den Mehrheitswillen dieses Hauses ignorieren, wenn wir nicht die Geschäftsordnung jetzt auch anwenden. Herr Bühl, ich ermahne Sie zur Ruhe. Herr Treutler, ich widerspreche vehement gegen Ihre Ausführungen. Ich widerspreche. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Ich widerspreche. Sie haben diesen jetzt abzustimmen. Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Herr Treutler, Sie haben jetzt abzustimmen. Ich widerspreche auch diesem Ordnungsruf. Unterbrechen Sie meine Rede nicht. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf. Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung. Als Landtagseröffnung der Schande dürfte die gestrige konstituierende Sitzung des Thüringer Landtages in die Geschichte eingehen. Der Landtag in Erfurt trat nach der Wahl vom 1. September zu seiner ersten Sitzung zusammen, normalerweise ein Routinevorgang, der nach einem festgelegten Prozedere abläuft. Der Alterspräsident hat das Recht, die Sitzung zu leiten. Eine Geschäftsordnung schreibt den genauen Ablauf vor. Auf einer weiteren Sitzung wird ein Ministerpräsident gewählt, der dann eine Regierung bildet. In der Geschäftsordnung des Landtages Thüringen steht außerdem drin, dass die stärkste Fraktion, ein Mitglied des Landtages, für die Wahl zur Präsidentin bzw. zum Präsidenten vorschlägt. Die anderen Fraktionen schlagen jeweils ein Mitglied des Landtages für die Wahl zur Vizepräsidentin oder Vizepräsident vor, sodass jede Fraktion im Vorstand des Landtages mit einem Mitglied vertreten ist. CDU, SPD, BSW und Die Linke wollten vor der Konstituierung des Landtages eine andere Geschäftsordnung durchsetzen. Dafür gab es zwar keine rechtliche Begründung, so schreibt Frank Lübberding auf Tichys Einblick, aber ein politisches Motiv. Es geht um die politische Abwehr einer Partei namens AfD. Diese Änderung der Geschäftsordnung vor der Konstitution des Landtages scheiterte an dem Alterspräsidenten Jürgen Treutler. Der beharrte auf seiner Rechtsauffassung, wie sie in der Verfassung und der Geschäftsordnung des Landtages festgelegt ist. Olaf Opitz, Sie haben sich das unwürdige Schauspiel in Erfurt angesehen. Also eigentlich sollte sich das Parlament konstituieren, seinen Landtagspräsidenten und die Stellvertreter wählen, auch Ausschüsse besetzen und belegen. Aber es endete in einem Eklat. Es waren also von 12 bis 16.30 Uhr ungefähr, fand eine ungeheuerliche Sitzung statt. Und zwar sollte das eigentlich ein Akt der Demokraten sein, also die CDU an ihrer Seite, die linken Parteien SPD und die noch linksextremeren Parteien Linke und alias PDS, alias SED und BSW, im Grunde genommen auch SED, Ex-SED, die haben sich zusammengetan, um ein Kartell zu bilden, damit das Vorschlagsrecht der AfD auf den Landtagspräsidenten durch eine Änderung der Geschäftsordnung verhindert wird. Aber es war gute Tradition, dass es immer so stattgefunden hatte. Und die Geschäftsordnung des Landtages sieht es so vor, dass die stärkste Fraktion, und das ist die AfD mit 32 Mitgliedern und rund 33%, ein Drittel der Wählerstimmen, das Vorschlagsrecht, das alleinige Vorschlagsrecht auf den Landtagspräsidenten hat. Das war seit 1990 so. Und damit auch kein Gegenkandidaten aufgestellt werden kann. Somit hätte im Grunde genommen jetzt ein sehr langer Wahlakt stattfinden können. Und das wollten halt die sogenannten demokratischen, selbsternannten demokratischen Parteien verhindern, indem man eine Partei, die stärkste Partei und die stärkste Fraktion im Landtag, im neu gewählten Landtag ausgrenzt. Alterspräsident Jürgen Treutler von der AfD, ist er kaum zu Worte gekommen? Ja, er ist 73 Jahre, ein gebürtiger Sachse, Ingenieur, neu im Parlament. Und ja, man hat ihm schwer zugesetzt. Es ist auch so gewesen, dass man ihn unterbrochen hat. Er hat es sich auch gefallen lassen, taktischer Fehler. Auch sogar durch den Landtagsdirektor Hopfe, SPD, der immer von rechtswidrig sprach und dann auch den CDU-Parlamentsgeschäftsführer ins Wort drängte, obwohl der Alterspräsident nicht mal
11 Minuten nicht mal anfangen konnte, seine Rede zu halten, was eigentlich anständig Regel und Tradition gewesen wäre. Also man muss ja die AfD nicht mögen, aber man muss doch wenigstens sie akzeptieren in die demokratischen Regeln. Und dazu waren nicht mal die sogenannten demokratischen Parteien bereit. Die CDU hat sich als Drahtzieher und Sprachrohr einer nationalen Front gegen die AfD hervorgetan, und zwar aus CDU, wie gesagt, Linke, SPD und BSW. Eigentlich eine unsägliche Kombination, Parteien, die nicht zusammengehören, aber jetzt zusammenhalten wollen. Und ich erinnere nur dran, aus der Geschichte her, ich mache ja 35 Jahre Bundespolitik, die Täterpartei SED alias dann PDS alias Die Linke und jetzt BSW ist nie so ausgegrenzt und so undemokratisch behandelt worden. Petra Pau übrigens, eine SED-Funktionärin und sitzt heute noch als Bundestagsvizepräsidentin munter dem Bundestag vor, obwohl es ihre Fraktion, Die Linke, gar nicht mehr in Fraktionsstärke gibt. Das Prozedere hatte ja eigentlich ursprünglich die CDU vorgeschlagen. Richtig. Diese Regel und Tradition, dass ausschließlich die stärkste Fraktion im Parlament den Landtagspräsidenten oder die Landtagspräsidentin vorschlägt, kam von der CDU-Zeit noch, aus dem Anfang gleich nach der Deutschen Einheit. Dort war ja die CDU auch immer die stärkste Kraft und da wollte man sich natürlich keinen Gegenkandidaten präsentieren lassen. Nun ist es anders und nun möchte man diese Regeln und diese Traditionen einfach ändern. Und es kommt noch hinzu, dass diese Tagesordnung, die nach der sich der Alterspräsident ja richten sollte, noch die ehemalige linke Landtagspräsidentin alias SED alias PDS Birgit Pommer aufgestellt hat, und zwar an Punkt 4 vor der Wahl des Landtagspräsidenten sollte die Geschäftsordnung geändert werden. Vorausschauend warum? Um den Landtagspräsidentenvorschlag der AfD zu verhindern. Also eine Ex-SED-Mitglied, die ist 1977 in die SED eingetreten, hat als Ex-Landtagspräsidentin diese Tagesordnung so verändert, oder man kann auch sagen manipuliert, dass diese alte Regel außer Kraft gesetzt werden sollte. Und dagegen hat sich natürlich die stärkste Fraktion mit ihrem Alterspräsidenten wehren wollen. Und jetzt ist das Ergebnis, dass das Verfassungsgericht angehört wird, um das zu prüfen. Aber wie ich das Verfassungsgericht ja so beurteile, ist das ja über die Jahre der rot-rot-grünen Minderheitsregierung mit den entsprechenden Richtern besetzt worden. Also da mache ich der AfD keine großen Hoffnungen, dass sie da irgendwelche große Chancen hat. Kommt ja noch hinzu, dass der unsägliche parlamentarische Geschäftsführer der CDU das Wort Machtergreifung dem Alterspräsidenten vorgeworfen hat, also mit Nazi-Begriffen um sich geworfen haben, also im Prinzip eine Hassrede ins Parlament gestreut hat als Christdemokrat. Es ist eigentlich ungeheuerlich, zumal sich dieser Herr Bühl selber die Macht des Wortes ergriffen hat. Ich will es mal so formulieren. Der hat einfach geredet, obwohl er gar nicht reden durfte. Er wurde gar nicht aufgefordert. Die haben auch die Mikrofone freigeschaltet, obwohl der Alterspräsident dort seinen Vortrag halten wollte. Es war eigentlich ungeheuerlich. Und die Bild berichtet das Gegenteil. Die ist ja auf der Seite der Kartellparteien. Er hätte die Mikrofone abgeschaltet. Das Gegenteil ist der Fall. Das Parlament redete dem Alterspräsidenten in seine Leitung hinein. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Es ist unglaublich. Man wollte ihn auch nicht zu Wort kommen lassen. Und ich finde das einen so undemokratischen Akt, der da stattgefunden hatte. Und wie gesagt, ich erinnere nochmal, in Thüringen hat Angela Merkel aus dem Ausland eine demokratische Wahl als die ist rückgängig zu machen, angefordert. Und die CDU benimmt sich jetzt in gleichem Maße. Die haben nichts gelernt. Ich weiß nicht, wie viel Wähler wollen die der AfD eigentlich noch zutreiben? Olaf Olbitz, vielen Dank für die neuesten Informationen aus dem Thüringer Landtag. Ich sage, machen Sie es gut und immer schön T.E. Becker hören. In Mecklenburg-Vorpommern schmiert die SPD weiter ab. Die rot-rote Koalition von Manuela Schwesig verliert weiter an Zustimmung. Dies ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA im Auftrage des Nordkuriers aus Neubrandenburg. Die SPD käme auf nur noch 20% und wäre drittstärkste Kraft im Nordosten. Die Linke würde mit 4% aus dem Landtag fliegen und nach dieser Umfrage des Nordkuriers käme die FDP nur noch auf 2%. Im Vergleich zur letzten Umfrage hat sich der Wert für die FDP damit halbiert. Die Grünen würden immerhin auf rund 5% kommen und das Bündnis Sarah Wagenknecht würde aus dem Stand satte 17% erreichen.
Die CDU käme auf 21% und weit vorn würde die AfD liegen. Sie käme mit 25% an die erste Stelle. Mit Abstand stärkste Kraft, dies sei eine gute Startposition für zwei bevorstehende Wahljahre, so AfD-Landeschef Leif Erik Holm. Die Bürger wollten offenbar eine andere Politik, so Holm. In Brandenburg will sich nach der Landtagswahl vom vergangenen Wochenende die AfD mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht, BSW, treffen. Wie der Fraktionsvorsitzende der AfD Brandenburg, Hans-Christoph Berndt, am Donnerstag in Potsdam mitteilte, hat die neue AfD-Fraktion das BSW zu Gesprächen aufgefordert. AfD und BSW seien die einzigen Parteien, die kein Weiter-so wollten, so Berndt. Der Vorsitzende des BSW, Krumbach, sagte laut Spiegel, sie hätten im Vorfeld gesagt, dass das BSW eine Regierung mit der AfD sich nicht vorstellen könne. Und wörtlich, reden werden wir mit der AfD, aber nicht über eine Regierung. Am Donnerstag haben in Potsdam Gespräche zwischen der SPD und der CDU stattgefunden. Laut Mitteilung der SPD allerdings ohne Ergebnisse und ohne weitere Verabredungen. Beide Parteien verfügen auch zusammen über keine Mehrheit im Landtag. Jetzt wollen sich SPD und BSW zu Gesprächen treffen. Heute findet in Grünsfeld, südlich von Würzburg, der offizielle Baubeginn des ersten Streckenabschnittes der Hochspannungstrasse Südlink statt. Mit dabei sind Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann und Werner Götz, Geschäftsführer des Übertragungsnetzbetreibers Transnet BW, sowie Dirk Güsewell, Vorstandsmitglied des Versorgers NBW und weitere 100 Teilnehmer. Nach Unternehmensangaben sollen beim Bau des ersten Streckenabschnittes von Südlink rund 80 Kilometer Erdkabel in 4 baden-württembergischen Landkreisen und 14 Kommunen zwischen Bad Friedrichshall und der bayerischen Landesgrenze verlegt werden. Dieses größte Infrastrukturvorhaben der Energiewende, wie es angepriesen wird, soll Strom aus dem Norden nach Süden quer durch Deutschland transportieren können und damit dem Süden Energie liefern. Die Kraftwerke im Süden haben Habeck und Kretschmann zuvor zerstört. Nichts haben sie bisher dazu gesagt, woher der Strom in den Süden kommen soll, wenn im Norden wieder wochenlange Flaute herrscht und sich kaum Windräder drehen. Die Kosten dieser Leitung liegen bei 10 Millionen Euro pro Kilometer. Südlink soll 700 Kilometer lang werden. Der Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von Ralf Ruthardt produziert. Ralf Ruthardt ist Unternehmer, Autor und Freigeist. Was sagen denn Ihre bisherigen Leser zu dem Buch? Unabhängig der eigenen politischen Verortung, sagen die Leserinnen und Leser, das sind jetzt so rund 150, mit denen ich da auch im direkten Dialog sein durfte, dass der Perspektivwechsel im Roman von der Polarisierung wegführt und einem zu neu überdenken einlässt. Und zwar egal, was die eigentliche politische Heimat ist. Mein Roman will also dazu beitragen, einen differenzierten und wohlwollenden Diskurs hinzubekommen. Was mich sehr gefreut hat, dass Leute, die sich selber eher Klima bewegt oder ökologisch oder sonst irgendwo verorten würden, also eher auf der grünen Seite, gesagt haben, dass sie mit der Erzählung ihre Nerven aufgerieben haben. Aber weil sie so freundlich waren, die Beispiele, die da drin aufgeschlüsselt sind, hat es dazu geführt, dass man, ein Zitat, zum ersten Mal verstanden hat, wie ein konservativer oder liberaler Mensch denkt. Also was ich damit ausdrücken möchte ist, es geht nicht ums Polarisieren in dem Buch, sondern es geht, unterschiedliche Perspektiven aufzuzeigen und die Leute in Richtung eines gesellschaftlichen Konsens und eines Diskurses zu ermuntern. Und das scheinen die Rückmeldungen auch so zu geben und da freue ich mich sehr darüber, dass die Rezensionen entsprechend ausfallen. Mehr über den Unternehmer und Autor Ralf Ruthardt und sein Buch erfahren Sie unter www.ruthardt.de. Nach den teils kräftigen Regenschauern der vergangenen Nacht wird es heute eher wechselhaft mit Aufheiterungen. Tagsüber lassen die Regenfälle leicht nach. Ab dem Nachmittag kommen dann wieder Regenschauer und deutlich kältere Luftmassen polaren Ursprungs ins Land. Auf jeden Fall wird es windig. Im Süden kommen am Nachmittag neue Niederschlagsgebiete auf, die auch kräftigen Sturm mit sich bringen können. Für die Nordseeküste rechnen die Wettermodelle Sturm mit Geschwindigkeiten von 90 bis 100 Kilometern pro Stunde aus. Und im Landesinneren mit Geschwindigkeiten bis zu 85 Kilometern pro Stunde.
Der Samstag bringt dann ruhiges, aber deutlich kühleres Wetter mit noch einzelnen Schauern. Die Temperaturen heute 16 bis 19 Grad. Nachts wird es mit Temperaturen unter 10 Grad schon recht kühl. Und nun zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag eine elektrische Leistung von 71 Gigawatt. Davon kamen von den konventionellen Kraftwerken 17 Gigawatt. Die Photovoltaikanlagen lieferten lediglich 10 Gigawatt um 12 Uhr mittags. Der Wind vor allem an den Küsten wird stärker. 33 Gigawatt Leistung lieferten um 12 Uhr gestern Mittag die 30.000 Windräder. Abends um 20 Uhr sank der Bedarf an Leistung auf 60 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 18 Gigawatt, die Photovoltaikanlagen nichts und die Windräder knapp 31 Gigawatt. Sturm kommt also auf, es wird sehr windig und das bedeutet, die Strompreise werden wieder fallen oder sogar negativ werden. Dann muss Deutschland wieder ordentlich seine Nachbarländer bezahlen, damit die den überflüssigen Müllstrom abnehmen. Im vergangenen Jahr lag der in Deutschland gehandelte Strompreis 301 Stunden im negativen Bereich und zur Jahresmitte in diesem Jahr wurden bereits an 303 Stunden Strommüll teuer abgegeben, also so viel wie im vergangenen Jahr gesamt. Dies liegt daran, dass immer mehr Windräder und vor allem Photovoltaikanlagen in die Landschaft gesetzt werden, deren Strom nicht mehr benötigt wird. Den Betreibern der Windräder und vor allem Photovoltaikanlagen kann dies allerdings egal sein. Sie erhalten dennoch ihr Geld für den nicht verwendeten Strom. Die Stromverbraucher dürfte das in diesem Jahr rund 20 Milliarden Euro kosten. Es war schon immer etwas teurer, sich einen Habeck zu leisten. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichyseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.